Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part. Jo, ich bin gerade ein bisschen in den Wald geflüchtet vor ein paar Pillager-Patrouillen. Ich habe nämlich davor noch ein bisschen Abstürze gehabt und meine Mods waren im Pfeffer-Client plötzlich weg. Keine Ahnung, was der Pfeffer-Client-Zeugs für Probleme hat, dass sie mir einfach meine Mods löschen oder so. Aber jo, ich habe jetzt in letzter Zeit auch nicht aufnehmen können, weil ich kaum Zeit hatte. Dann brauche ich natürlich kein Problem, was mit Pfeffer-Client oder Mods dann zu tun hat. Wir suchen mal kurz diese Pillager-Patrouille, ob sie noch da ist. Aber ja, wir sollten sie nicht killen, sonst bekommen wir dieses, ja, Zeugs über. Wir haben ein Gebäude gebaut oder so. Ich habe ein bisschen Angst vor Pillager. Die haben doch die Armbrüste und wir sind noch nicht so gut equipped. Und noch nicht so gute Rüstung. Okay, scheinbar sind sie doch wieder weg. Also scheinbar despawnen sie nach einiger Zeit. Aber hey, Pillager brauche ich hier in der Nähe von unserem neuen Dorf, unserem ausgebauten Dorf eigentlich. Sind jetzt wirklich ganz weg? Wo sind sie irgendwie hier? Ist hier jemand irgendwas drin? Gut, ist die Config-File von der Map und so nicht weg. Aber ist das beim Pfeffer-Client so, dass die das immer wieder löschen? Keine Ahnung. Also wir sehen hier zum Beispiel, ich habe ein paar Bäume gepflanzt damals nach dem Part, im letzten Part. Und seitdem habe ich einfach nicht mehr so viel Zeit gehabt. Also nicht wundern, wenn halt nicht täglich ein Part kommt, sondern ja, eigentlich sogar mehr. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit einfach viel zu viel vor. Ich will einen Job haben, ich muss mich vorbereiten, ich muss auch für den Fußball sehr viel vorbereiten. Tut mir leid, wenn es einfach nicht so viel kommt, aber ihr könnt es hoffentlich auch ein bisschen verstehen, dass ich momentan doch ein sehr volles Leben habe. Ich würde gerne mehr Zeit haben, ich kann aber manchmal auch nicht einfach so frei aufnehmen, weil es einfach zu viel Zeit beansprucht. Aber dafür habt ihr vielleicht auch mehr Bock, mir ja, die Videos ein bisschen länger anzuschauen, wenn nicht so viel kommt. Schreibt es mal in die Kommentare, wie oft ihr einfach ein Part wollt. Ich kann es eben öfters machen, aber muss die Zeit zuerst haben. Und dann kommen sicher auch wieder öfters. Also seid gespannt. Ich suche gerade diesen Pfosten. Wo haben wir unseren Vollpfosten hier? Gut, also. Vielleicht auch irgendwie markieren. Also, direkt. Vollpfosten, ja genau, in einer blauen Farbe, die fällt nicht so auf, so dunkelblau. So, wir haben unseren Vollpfosten natürlich schön markiert. Das ist in der Schweiz irgendwie so ein kleiner Scherz, weil viele denken am Vollpfosten nicht gerade an Leuten, die halt wirklich blöd sind. Gerne nicht. So. Nein! Du dummes Spiel. Wie soll ich jetzt das hier hinklatschen? Ist ein bisschen schwerer, als man will. Wieso geht es nicht einfach einfacher, wenn es einfach geht und nicht schwer und schwer? Also, wie machen wir so ein geschwungenes Dach? Sieht noch nicht so geschwungen aus, wir haben so zweimal. Dann müssen wir eigentlich hier jetzt so einen Vollpfosten hinstellen. Oh Gott. Mein Humor mal wieder sehr schwarz. Dann so. Dann müssen wir wieder eine Treppe nehmen, sonst ist es ja nicht so geschwungen. Und dann vielleicht zwei sogar. Muss man kurz schlafen können. Wir schlafen auf dem Dach, aus Dach, aus voll, aus Dachdecke voll Pfosten. Ja, wie geht's euch? Ich bin wieder den ganzen Tag unterwegs gewesen. Ich hatte kaum Zeit zum Aufnehmen. Ich habe gestern leider schon keine Aufnahme machen können wegen diesem Problem. Jetzt nehme ich eine Folge auf und lade sie sofort hoch. Nein, ich habe es falsch gemacht. Ich wollte wieder ganze Blöcke verwenden. So. Jetzt schauen wir mal auf der Seite. Haben wir keine hier runterwerfen lassen?
ist doch sicher mal gedroppt. Ja, wir müssen zwei machen, sonst. Ich habe noch keine Gestelle. Ja, wie sagen wir? Gestelle. Na gut. Sicher schön, wenn wir hier direkt wieder runtergehen. So, dann müssen wir. Geht das? Ne, hier nicht. Schade. Meine Güte, ich habe so lange nicht mehr normal gebaut. Ja, abnormal. Nee, ich habe die Lust auch in letzter Zeit ein bisschen verloren, die Motivation. Ich muss mich unbedingt wieder mehr arrangieren zu bauen, das geht so nicht. Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, die Stresskrankheit MECFS macht mir doch ein bisschen zu viel Probleme. Man will selber nicht die Probleme haben, man hat aber einfach die Probleme. Und dann noch das Gehirn zu haben und so, das fällt mir momentan ein bisschen schwer, tut mir leid. Aber ich mache es ja aus gutem Zweck, um euch auch ein bisschen Spaß zu bringen. Ja, hat aber auch ein bisschen das Problem, doch genügend Lust und wenig Stress wie möglich zu haben. Es tut mir fast ein bisschen zu viel leid. Nein, ich habe schon wieder falsch. Okay, ich muss mich mehr aufs Bauen konzentrieren, tut mir leid. Dass ich keine Fehler mache. Und dann haben wir weiter unten. Also müssen wir hier nochmals, können wir das? Eieiei, so von oben nach unten zu bauen ist schwieriger. Merke ich gerade wieder neu. Aber man lernt ja immer wieder etwas Neues oder hat wieder etwas Neues im Kopf. Schon wieder voll. Also das bauen wir schon wieder ab, damit es einfach weg ist. Dann haben wir ein Dach gemacht. So, ist unser Holz, Dschungelholz auch wieder gewachsen? Also jetzt haben wir einfach noch mal einmal, ja. Okay, dann müssen wir es hinklatschen. Und irgendwie so. Mal schauen, wie es oben, ob es oben richtig ist. Ja. Also dann haben wir das geschafft. Das Dach ist fertig. Nur noch von der Seite. Hier. Ich weiß nicht, ob ich hier so ein Fenster machen soll. Hier müssen wir es auch nicht mehr haben. Und hier soll es ja offen sein. Da ist aber noch ein extra, eine Treppe, die wir noch nicht gesetzt haben. Hier ist es auch richtig. Sieht denn das schön aus? Ja, es fehlt oben einfach eine Treppe. Hier, oh, nicht hochgekommen. So. Meine Güte, die könnten die Steuerung auch mal leichter machen, dass man nicht so viel drücken muss. Aber wie geht das? Gar nicht. Geht ja scheinbar gar nicht, oder? Man muss zu viel in Minecraft drücken. Die WASD-Steuerung, die ist so unangenehm. Deshalb spielen auch so viele mit Gamepad. Soll ich auch mal mit Gamepad spielen? Wie geht das? Geht auf der Arbeit schon gar nicht, oder? Hä? Bin ich jetzt blöd oder bin ich jetzt doppelt blöd? Stimmt aber hier heute, das ist nicht. Ich möchte es eher so wie hier haben. Ja, unbedingt. Ich muss da also eins weitergehen. Es sieht besser aus, wenn es so ein bisschen... Mir gefällt es einfach nicht. Nein, Half-Steps möchte ich auch nicht verwenden. Bin wie eins zu weit hier und deshalb muss ich eigentlich... Ich bin hier also komplett eins verschoben und möchte es eher hier abbauen. Das heißt, ich müsste oben sogar drei weit gehen. Meine Güte, was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Bin ich ein Dulli? Ich bin einfach zu sehr
beschäftigt gewesen. Ich hätte unten wieder anfangen sollen. Also machen wir doch das so, dass eben rechts alles nochmal abgebaut wird und eins verschoben wird. Sieht es aber nicht schön aus. Ob jetzt oben 3 nehmen sollen? Eigentlich sollte man oben jetzt 3 nehmen, weil sonst geht es ja nicht auf. Ist Dachbauen schwer immer. Ja, unbedingt. Das heißt, wir müssen nochmals ganz hoch. Und hier einfach 1 verschieben. Dann sieht es auch schön aus, weil das Haus vom Grundbau einfach immer 3x3 ist. Müssen wir hier also einfach nochmals, nein, nicht dort, oder doch dort, ja, aber noch nicht, nein, nicht so. Nein, liebes Spiel, ich drücke unten. Ja, man muss stehen bleiben. Nein, man muss nicht hüpfen. Ich kann aber so nicht bauen, weil der Block im Weg ist. Ach, ist das dumm. Im Real Life kann man viel besser bauen. In Minecraft kann man nur schlecht bauen. Und jetzt muss ich kurz nachdenken. Es ist 2 nach unten. Also, gehen wir nochmals hoch. Da also eine Treppe, dann einen Block. Also ich muss unbedingt diese... Das sind halt auch sehr schwer zu bedienen, diese Gerüste. Das ist das Problem. Hä? Habe ich dort gebaut. Noch eins rüber. Das Dach muss zuerst abgebaut werden hier unten. Zuerst alles abbauen, dann wieder neu machen, sonst habt ihr einfach ein Übersichtsproblem. Ah, endlich ist er da! Wie lange hast du jetzt gebraucht? Sind wir zu wenig lange immer unterwegs gewesen? Also da gewesen? Genau, der Tropenfischeimer. Wir haben zu wenig. Er hat einfach mal nichts Gutes. Maiglöckchen brauche ich auch nicht. Ich wollte eigentlich mit dem Villager eigentlich etwas kaufen, aber wenn man nichts zu kaufen hat, ist man einen ganzen armen Mensch. Also müssen wir hier 1 rüber, ja. Drago schafft es auch mal, ein Dach zu bauen. Sich sehr gut damit. Ja, es muss einfach das auch noch wegmachen. Wenn man so viel hinbaut, muss man immer wieder so viel entfernen. Ja, ihr merkt es, ich bin echt nicht so wach. Bin langsam nach wie viele Stunden? Einfach so am Abend um 8 Uhr ungefähr, also 20 Uhr. Ziemlich müde schon. Bis ich einfach wieder ein bisschen mehr an den Sport mich bringe, mehr sportlich bin. Es ist zu heiß für Sport. Ich bin zu müde im Sommer. Ich werde sicher nicht mehr allzu müde sein. Nee. Genau, und ab dann, also da muss ich eins hier unten. Schaffe ich das noch oder bin ich einfach so kompliziert wie möglich? Ich muss es gar nicht so kompliziert machen. Und dann nochmal. Nochmal. Das versteht ihr Deutsche das nicht. Nicht nochmal. Nochmal was Schweizerdeutsch. Oder versteht ihr, was ich mit nochmal habe? Nochmal heißt nochmals. So, jetzt. Jetzt sind wir eigentlich hier fertig. Jetzt müssen wir einfach hier noch den Block abbauen. Dann machen wir die Treppe schon mal weg. Weil wir jetzt sowieso hier hoch können. Das machen wir auch hier nochmals zu. Damit es schön aussieht auf der Seite. Und hier machen wir auch zu. Da fehlt noch ein Block. Dann haben wir so ein... Es ist halt immer schlecht, wenn wir da oben irgendwas haben. Und wir machen Half Steps. Jetzt schlafen wir erstmal hier oben. Wir machen also Half Steps. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Ups. Nachher nochmal das Holz. Half Steps. Das rote Holz.
mehr mache. So. Das Bett muss aber zuerst wieder weg, sonst bauen wir das ein. Also hier müssen keine Half-Steps machen. Der Müll, der immer entsteht durch den Physik-Mod. Der wurde auch gespeichert scheinbar. Ja doch, der gespeichert. Sicher. Sieht das gut aus, wenn man hier in der Mitte auch noch mal eins höher macht? Da kann kein Monster spawnen. Sieht doch besser aus, wenn was. Das sieht irgendwie lustig. Ach komm, haben wir gerade Weizen? Nein, wir haben keinen Weizen dabei. Wir könnten diese Strohballen machen. Genau, wir lassen die da unten, aber machen aus neuem Stroh. Ich glaube, ich brauche jetzt so langsam mal mehr Platten. Das voll. Ui, heute ist es ein bisschen anstrengender zu bauen, ne? Die brauchen wir trotzdem. Kompost brauchen wir nicht rein. Nein, die braucht man zum Bett machen. Roben brauchen wir auch. Smaragde brauchen wir jetzt mal natürlich. Beckenholz. Komm, machen wir die Sachen mal rein, die wir einfach so zum Bauen benutzen würden. Und der Rest brauche ich drin. Also als nächstes, habe ich ja gesagt, machen wir doch mal ein bisschen Weizen sammeln. Es ist natürlich noch zu wenig, da kann man nur einen Block oder so machen. Aber manchmal müsst ihr so nicht synchron. Jetzt habe ich ein bisschen zu sehr synchron gebaut. Das heißt, ich muss ein bisschen asynchron bauen. Und das wäre am besten, wenn wir einfach nur die Dinger verwenden. Genau diese Dinger. Die Strohballen. er hat hier einen Grasblock hingebaut. So, haben wir noch mehr Felder da hinten? Oh, jetzt haben wir schon wieder kein Essen. Tipptopp. In der Schweiz gibt es ein Buch, das heißt Tipptopf. Weiß nicht, ob es in Deutschland auch gibt. Das ist doch ein tipptopfes Zeugs, was man essen kann im Topf. Das Getreide ist Gnocchi, ist glaube ich aus Kartoffeln. Gibt es irgendwas aus Getreide, was man in den Topf wirft? Dann ist es halt nicht Tipptopf. Aber Tipptopf ist es schon. Wer hat hier herumgefummelt? Das ist gar nicht drin gewesen. Also der Physik-Mods, der gefällt mir schon, aber es ist zu viel Müll. Ich glaube, wir müssen es noch besser anpassen, scheinbar. Ja, das geht ja gut. Und haben wir irgendwo noch Monster im Untergrund? Kann das sein? Ah, ich weiß noch, was wir machen wollten. Wir wollten so eine Sicherheitsfarm bauen. Stimmt, müssen wir unbedingt machen. Falls irgendwie ein Spieler wird das hoffentlich nicht machen, aber nicht zu lange bleiben hier. Das Monster angreifen. Es ist ja ein Gemeinschaftsdorf, also bitte genauso unterstützen, wie ich es machen würde. Ja, wir haben sowieso nicht so viele Spieler, die wollen. Also, ich weiß es nicht, vielleicht muss jemand mal kommen, dass andere auch kommen. Ich bin momentan echt. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Kollegen sind viel zu faul. Ich hatte so viele Kollegen und die haben alle gesagt, ja, sie wollen nicht so Minecraft mehr spielen. Ich glaube, meine Kollegen im Allgemeinen sind zu faul geworden. Schade. Katze Bebe war ja sehr fleißig. Und er hat plötzlich dann Mods gemacht, also Datapack gemacht und dann war er nicht mehr so fleißig. Und jetzt ist er halt in der Ukraine, also er hilft dort aus. Finde ich wirklich toll von ihm, aber ich vermisse dich als Spieler. So, haben wir noch das haben wir schon wieder abgebaut. Wo ist der Crafting Table? Der ist da oben auf dem Dach. Ich habe ihn abgebaut, aber wo ist er? Nein, nicht dein Ernst. Ich bin hier reingetan. Hä? Wo ist mein Crafting Table? Immer noch hier drin? Ist das ein Block? Nee, das ist doch kein Block, das ist nur die Hälfte. Niemand findet mehr den Crafting Table.
Forever miss it. Ah, ist vielleicht hier reingerutscht. Das war nicht ich. Das war jemand anders. Ja, spielen wir den Fußball. Dankeschön. Also, ich brauche einen Crafting Table. Ich brauche Weizen. Wir haben 6 Stück damit bekommen. Also hier geht's ja nicht. Hier einmal. Jetzt machen wir aus Methoden. Genau, ich mache hier einfach so einen Weg nach oben. Der genau so ist. Ich mache 2 bereit, das sieht ein bisschen besser aus. Und dann möchte ich gerne. Ich möchte irgendwie reinkommen. Den Block wieder weg. Komm runter. Wenn ich sage, komm runter, du kommst da runter. Ich bin irgendwie nicht so mit dem Spiel. Das Spiel spielt nicht für mich. Es gibt viele Spieler, denen spielt das Spiel mit, aber mit mir spielt das Spiel irgendwie negativ. Es will mich verfluchen. Es hat keine Lust. So. So sieht es schön aus. Es muss doch gefallen. Es muss einem gefallen. So. Jetzt könnten wir noch mit einem anderen Holz. Jetzt habe ich das andere Holz wieder da drin. Genau. Ich mache ein Dschungelholz. Wir müssen ein paar Sticks wieder haben. Noch ein paar Stützen. So, weil so sieht es relativ instabil aus. Es fehlt irgendwas, also an Stabilität fehlt es einfach. Ich muss noch ein paar mehr Stützen machen. Ja, ich muss noch mehr Holz verwenden. Das ist immer ein bisschen schwierig. Wie könnte man es optimal machen? Aber je mehr ihr euch Gedanken macht und so, desto besser sieht es. Ihr dürft mir gerne helfen. Ich bin nur ein bisschen schwerfällig, weil ich gerade ein bisschen etwas Neues ausprobiere. Ich baue einfach. Muss das genau sein? Ich baue einfach jetzt momentan ein bisschen mutiger. Das sieht man. Aber dennoch ein bisschen instabiler. Durch die Mutigkeit oder durch die Veränderung meines Baustils bin ich ein bisschen unstabiler am Bauen. Ich muss das wieder ein bisschen beheben. Es sieht aber gut, es sieht gut aus, aber es fehlt irgendwas. Ich denke, ich muss da oben zubauen. Das geht so nicht. Ich muss diese Mittelstabilität irgendwie bewahren. Ah. So. Ich komme gerade. Okay, wer es hier nicht so schön aussieht, vielleicht auch. Nee. Auch so. Vielleicht hier doch auch über. Sieht das gut? Ja, liebe Leute, da dürft ihr gerne mir auch ein bisschen noch helfen, schöner zu machen. Hier ist es aber auch nicht so schön. Da ist es einfach nicht zusammen. Es muss auf dieser Seite noch ein bisschen 2D, 3D sein. Meine Güte. Nein, nein, ist zu tief. Wie kann man seitwärts... Du, ich...
Ich werde mich so verklemmen an diesem Haus, dass es nie schön aussieht. Also, ich möchte gerne in die Richtung kommen. Ich möchte hier das Haus so machen, dass es relativ schön nach oben geht. Also wenn man es so macht, dann sieht es nicht so schön aus. Oder lieber so und doch seitwärts. Meine Güte, da muss man noch mehr nach rechts. Also wenn man die Treppen seitwärts bekommt, ja, das ist gut. Es ist besser so, wenn es nur eins ist. Auf was in einer anderen Farbe? Ich muss Dschungelholz verwenden. Es ist schon wieder Nacht. Liebe Entwickler, mach doch einfach mal länger als 10 Minuten Tag. Es ist sowas von umständlich zu bauen, aber es macht irgendwie auch noch Spaß. Wo ist jetzt mein Bett? Hat jemand mein Bett gesehen? Ich habe mein Bett nicht mehr. Ich muss ein anderes Bett verwenden kurz. Und da ist kein Bett drin. Hä? Habe ich das nicht eingesammelt? Ich muss schlafen. Hallo, ich muss schlafen. Nein! Welcher Idiot hat das mit Rechtsklick gemacht? Wer ist schuld, dass man den Boden... Ich tue das alles umwandeln, das sieht nicht schön aus. Oh, du hast viel ein schönes Boden. Viel schöner Boden. Wo ist mein Bett? Wer tut das alles in die Kisten dran? Ich wette, das ist irgendwo in der Kiste. Da war schon ein... Nein, es ist nicht ein Bett. Wir haben das nicht eingesammelt. Ist das irgendwie... Haben wir es irgendwo anders verwendet? Ich habe mein Bett einfach wieder weg despawnen lassen, weil ich es irgendwie nicht eingesammelt habe. Wo ist mein Bett? Wir waren dort hinten auch, aber da ist auch kein Bett. Rüberkommen. Ich glaube, mein Bett ist ja so, das ist einfach dieser Physik-Mod. Ich mag ihn nicht so wegen der Übersicht, ob man uns jetzt eingesammelt hat oder nicht. Ist ja auch nicht. Irgendwo mal ins Bett. Hey, das war ein Zion-Bett, das ist sehr schwer zum Herstellen und zu finden. Oh Gottchen. Bin total. Total selber schuld, dass ich mein Bett verloren habe. Es wurde wahrscheinlich nicht eingesammelt, weil wir damals die Kisten noch nicht, also die Schulkerboxen nicht geleert haben, also die Items reingeworfen haben. Ich habe einfach mein Bett despawnen lassen, weil ich es nicht gemerkt habe. Nicht auf der. Das ist ja nicht oben irgendwo. Ja, dann ist unser Bett halt weg. Schade. Ich wollte mein Bett nie verlieren. Das war mein Bett. Obendrauf ist es auch nicht. Habe ich das nicht erst verwendet und. Nein, es war schon einige Zeit her. Weißt du, Items, wo in 5 Minuten. Die Spawnen ist halt auch sehr schlecht. Die Entwickler tun einfach uns ein bisschen Schaden damit, dass die Sachen schon 5 bis 10 Minuten, ich glaube 8 Minuten oder so, die spawnen. Jetzt mein Tisch. Crafting Table. Ist es für mich einfach nicht toll, Minecraft nach so vielen Jahren zu spielen? Nach 14 Jahren. Es ist sehr umständlich. Also da macht zwar der Pluto ja sicher das dagegen, aber ich glaube, das schafft er nicht so schnell, dass alles ein bisschen anständiger läuft. Muss man heutzutage ja aber noch so, ja, dann muss man das auf einer anderen, ja, dann machen wir einfach in Minecraft 2 auf Unreal Engine 5.2. Aber dann können wir viel halt nicht spielen. Da man dazu halt auch einen guten PC braucht. Aber Java ist so eine schlechte Schnittstelle. Kannst du gleich wegwerfen. Also einfach nicht stabil genug für alle PCs.
Dann leckt es auf den meisten Pages. Zum Beispiel, wenn man ein alter Pacer von 2011 konnte Minecraft nie gut spielen. Ja. Ich hat's tun, bitte zuhören! Meine Güte, jeden Tag 20 Stunden möchte ich brauchen. Das nervt. Oh. Weißt du, wenn sie wenigstens mal Zeit hätten für sich, aber sie brauchen die ganze Zeit mich. So, jetzt sieht's schön aus. Machen wir hier noch einen. Sieht's schön aus. Ich bin zufrieden, eigentlich bin ich zufrieden. Also, ich muss Zeit finden zum Aufnehmen, aber ich brauche Zeit zum Sport machen, zum Beruf machen. Ich brauche Zeit eben auch für meine Community. Fragen und zu beantworten, zum Hochladen brauche ich auch noch Zeit. Und wenn die Wegeleute mich jeden Tag 5-6 Stunden brauchen, dann ist es zu viel. Die sollten einfach mal warten. Ich bin zwar nett und sozial, aber nicht übersozial, und das müssen die verstehen, dass ich keine Zeit habe. Sonst kriegen sie halt einfach Probleme mit mir. Dann bin ich der Freche. Derjenige, der sich nervt. Haben wir nicht so einen Block? Also da habe ich einen Block und da habe ich Half-Step-Verwendung. Dann tue ich hier nochmals Half-Step verwenden, damit es schöner aussieht. Jetzt hocken schon... Wieso müssen Blöcke auf die Seite verschoben werden? Droppt es einfach auf der Stelle, liebes Minecraft-Team. Ah, dann habe ich weniger Probleme mit euch. Aber, immer Half-Steps verwenden, wenn es geht. Raus. Der braucht man ja da. Der ist ja auch da. Brauche ich einfach nur noch hier einen zu setzen. Hier einen, dann einen. Wie kann ich die am besten setzen? Ich mache hier einen Block. 2 Block. Wegbehen. Und dann sind wir fertig. Mit allem. Also. Oben drüber ist eine Halfstep, das ist gut. Unten ist es nichts verschoben. Oben sieht es ein bisschen komisch aus. Da muss ich mir noch Gedanken machen. Ja, wir können Schilder hin tun oben. Gibt es ein Bauernschild? Also kann man irgendwie so ein Bauernsymbol. Aha, man hat nur Schilder, aber keine Zeichen. Kennt jemand so ein Zeichen? Es gibt, glaube ich, irgendwelche Zeichen. Aber was? Weiß ich nicht. Oben. Eine Fackel hinmachen. So, mit dem ersten Haus sind wir endlich komplett fertig. Oder ja, nicht ganz fertig, aber... Ja, Hauptsache. Ja, wir haben es geschafft. Wunderbar. Also, Verbesserung dürft ihr jederzeit euch melden. Dürft mich kritisieren, ich kann nicht schön bauen. Ihr dürft eben auch Feedback geben, ihr könnt schön bauen und so. Also Feedback kann auch böse sein. Aber ich bin hauptsächlich zufrieden mit dem nächsten Haus, machen wir dann später weiter. Jetzt gehe ich erstmal weg und suche mir auch wieder ein neues Bett. Ich könnte eigentlich eins craften, komm, haben wir ein graues Bett. Dann haben wir wieder ein Bett, weil der Dolly Drago Basel ein Bett kaputt gemacht hat. Also die spawnen lassen hat. Jo. Schon mal los. Ich habe ein graues Bett. Mein graues Bett ist das Schönste. Nein, sein Bett. Ich habe mein Seienbett verloren. Mein Türkisbett. Also, wir gehen lieber noch kurz weg. Damit nicht über die Nacht da Monster spawnen und uns killen. Das ist halt auch ein bisschen schlecht, dass der Server halt immer weiter spielt, einige Zeit. So, dann machen wir den nächsten Part halt, wenn sie Zeit hat, aber meine Güte. Gut. Also, wenn sie eben nicht stört. Das ist eine nette Dame, eine ältere Dame, aber jedes Mal nerven. Gut, dann Dankeschön fürs Schauen, bis zur nächsten Folge. Euer Drago Basler. Tschüss.